Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Remember Me. In der letzten Folge ist mir aufgefallen, dass die Position der Kamera ein bisschen dämlich war. Ich war in der unteren rechten Ecke und habe ja immer die Texte eingeblendet von diesen Notizen, sage ich mal. Und es hat einen Teil verdeckt. Dass das mir so spät aufgefallen ist, nervt mich so ein bisschen. Das heißt, ihr konntet die Texte nicht lesen. Blöd. Jetzt habe ich es oben in die linke Ecke gepackt. Ich hoffe, dass es besser ist. Mal schauen, ob es dadurch okay ist. Mal schauen. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt einmal weiter. Wir sind ja in einem Gefängnis und die hat gerade diesen Brain Buster oder so aktiviert, der einfach Erinnerungen löscht. Oh, wenn wir außerhalb dieses Kegels sind. Wenn ich still bleibe, sieht mich das große Auge nicht. Aus dem Licht, Melin. Mal ununterbrochen zwinkern. Oh, perfekt. Arrestzelle beschädigt. Bitte zur Wartung senden. Arrestzelle beschädigt. Bitte zur Wartung senden. Okay. Familienweis. Madame und Dr. Quake werden zum Verhörgebäude gebeten. Da, die Verhörzellen sind ganz nah. Beeil dich. So, irgendwie sowas wie eine Turbine, was blau unten beleuchtet ist. Und da, wo befindet sich's? Terminhinweis. Madame und Dr. Quake werden zum Verhörgebäude gebeten. Da! Die Verhörzellen sind ganz nah. Beeil dich! Da hinten. Ich hab's. Focus Boost. Ah, hier lang. Oh, das sieht nach einem Arena-Fight aus. Erwischt. Oh.
Die Verhörzellen sind wohl hier entlang. Hier hinten. Cool, 2 von 5. So, entweder da lang oder hier lang. Okay, hier lang nicht. Dann hier lang. Okay. Befragung. Raum 06. Ihr Gedächtnisjäger seid alle so naiv. Vertut euer Gesicht mit Diebstahl. Madame. Wer ist das? Ah, das ist unser Kumpel. Mausi, ich zeige dir die wahre Macht des Memory-Spiels. Und hinterher wirst du denken, du hättest mich immer verehrt. Nein, niemals! Ruhe! Mit der Zeit wirst du bereitwillig dein Leben für mich opfern. Komm, saug dir das Gedächtnis ab. Lösch es. Jetzt oder nie, Schwester. Schnapp dir den Zugang zu den Gefängnisservern. Dein mageres Talent hätte dich hier raushalten können. Mein Gott, Edge. Das war Bad Request. Sie haben ihn. Nicht ablenken lassen. Er wird mit den anderen zusammen befreit. Folge Madames Reminiszenen zu den Speicherservern. Ich geh mal kurz ins Lagerräumchen. Da, jetzt haben wir das Ding halt, diese Notiz. Ich habe mir jetzt nicht gemerkt, welches. Ha, hier. Horn von Jericho. Na, ich guck mal auf die Webcam. Ja, okay, jetzt geht's. Oh, ich bin so dämlich. So, jetzt dürft ihr gerne es lesen. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Perfekt. Oh. Ist mir nicht aufgefallen. Edge? Okay, ich bin in Position. Los. Du bist echt die Superheldenschwester. Wirklich. Du musst in der Nähe vom Eingang zum Panoptikum im Hauptturm sein, wo die Gedächtnisserver sind. Finde mit dem von Madame gestohlenen Gedächtnis den Weg dort rein.
Oh. Was ist das? Was ist das denn? Nephilim. Geschafft. Oh. Macht Roboter zu Verbündeten, die allen Zielen am Boden angreifen und sich dann selbst zerstören. Öffnen Sie das S-Impressionsrad und markieren Sie Roste in Frieden. Verwenden Sie. Okay. Das war echt cool. So, aber jetzt. Also das Kampfsystem ist richtig geil, muss ich ehrlich sagen. Also das mit den Techniken hat schon was. Okay, das war echt dumm. Ach, da oben. Nicht genug Fokus. Yeah.
Oh, geschafft. Oh, ich hab ganz schön viel Leben verloren, ey. So, da gucken wir gleich. Ich guck erstmal hier, ob hier irgendwas ist. Irgendwie so eine Healing Station oder so. Oder sowas. Was war das? Technologie. Dina-Roboter. So, ihr dürft wieder lesen. 3, 2, 1. Und nochmal. 3, 2, 1. Perfekt. Diesmal ist auch nicht mein Gesicht im Weg. Mann, wie mir sowas passieren konnte, das ärgert mich. Nennen hatte Hilfe von außen. Isoliert die Bastille vom Netzwerk. Hab ich bereits vor 10 Minuten. Das darf nie wieder passieren, Sergeant Vaughn. Dr. Quaid ist schuld. Dieser Blutsauger tut in seinem Labor, was er will. Lass Dr. Quaid da raus. Der Ruf der Bastille hat durch den Ausbruch schwer gelitten. Ja, Madame. Und gib mir Olga Sedova auf einer sicheren Leitung. Ich habe Arbeit für sie. Okay, was hat mir jetzt diese Reminiszenz gebracht? Achso. Ja. Hier noch eine Reminiszene, Entschuldigung. Okay. Ich folge mal der rechten. Klopf, klopf, hab dich. Das war falsch. Die einzige, die hier mit Erinnerungen spielen darf, bin ich. Hast du doch vorhin schon gerufen. Das sieht so nach Arena-Fight aus, oder? Direktorin der Bastille. Eine neue Combo ist im Combo Lab verfügbar. Drücken Sie. Wo ist denn eine neue Combo verfügbar? Ich habe keine neue Combo. Hä? Seit wann ist deine Reminiszene feindselig? Edge, hier geht etwas ganz Komisches ab. Edge kann dir nicht helfen, Spatz. Das Spiel hat begonnen und ich bin dran. Nillen, Nillen, meine unbändige kleine Spitzmaus. Du bist zurück? Ich bin geschmeichelt. Warum so aufgebracht, Schatz? Lassen wir die dummen Spielchen. Komm, ich warte. Oh, die ist so irgendwie cringy, die Frau. Erinnerungsbackup der Insassen. Nell, hast du mich vermisst? Nicht schlecht. Eine eingeklinkte Reminiszenz. Wusste ich's doch, dass dir das gefällt.
Ich will mein Gedächtnis zurück. Alles ist hier. Du brauchst nur zu schauen. Ihre Spielchen machen mir keine Angst, Madame. Bald, meine Kleine. Sehr bald. Okay. Was geht mit dieser Frau eigentlich ab? Wow. Was ist das? Da oben das Logo. Und wenn man dann läuft, ist das Logo eigentlich gar nicht da, sondern das sind einzelne Fragmente, die in der Luft fliegen. Room A. Trauma Room, Trauma Unit. Aha. Da steht Memory. Ich habe ein neues Spiel. Ein besonderes Spiel. Nur für dich. Willst du eine Privatstunde? Du hast nichts gelernt, während du warst. Spielen wir noch einmal. Nein, so einfach geht's nicht. Hab ich sie erwischt? Ja. Genug davon. Du besiegst mich nicht. Ich muss, damit das Spiel weitergeht. Hallo? Lauf, Liebling, lauf. Das schaffst du nicht. Wie? Wo ist diese blöde Frau? Bekämpfe nicht die Lust, mich anzubeten. Wie kann ich die denn fokussieren? Ich kann die nicht fokussieren. So einfach kriegst du mich nicht. Ja, ich hab's schon gemerkt. Bekämpfe nicht die Lust, mich anzubeten. Okay, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. So einfach kriegst du mich nicht. Oh, komm schon. Das schaffst du nicht.
Alter. Die war mit ihren Felsbrocken. Ja. Und noch nicht verfügbar. Machen wir so, dann können wir uns schnell healen, wenn die da sind. Nein, so einfach geht's nicht. Phase 2. Phase 2. Ich hasse Phase 2. Immer in jedem Fight hasse ich es. Bitte zu mir! Komm zu mir, Nillen. Finde mich, wenn du kannst. Welche davon könnte die richtige sein? Du bist mein. Mann! Senk die Augen vor Madame. So, Nummer 1. Diesmal solltest du für immer bleiben. Das war knapp, ey. Begeistert mich, Schatz. Du zwingst mich nicht. Wie kannst du es wagen? Eine Frechheit! Hey. Ach so. Ja.
Okay. Los. Perfekt. Schule ist aus, liebe Madame. Der Force-Spammer bewegt Geräte aus der Ferne, indem er ihre Kontrollsysteme belastet und in ihre Prozessen eine konstante Menge wertloser Daten einlagert. Madame ist ausgeschaltet. Nimm ihren Force-Spammer, um die Gedächtnisserver aufzuknacken. Wie bewege ich die dann? Ah! Ah, da an der Seite noch. Und jetzt? Und jetzt? Erinnerungs-Backup der Insassen? Erinnerungs-Backup der Insassen? Erinnerungs-Server? Backup der Insassen? Ach da! Oh! Und jetzt? Hä? Ich bin ein wenig... Ach, da oben! Komm schon! Befreien Sie die Gedanken der Häftlinge. Aha. Und jetzt? Gedächtnisbefriedungsprotokolle ausgeklinkt. Synchronisiere Backup mit Ursprungsspeichermedien. Du hast es geschafft. Du hast die Terroristenrevolution neu gestartet. Alle unsere Kameraden haben ihr Gedächtnis wieder. Zelle um Zelle geschändeter Gehirne. Alle bekommen ihr gestohlenes Gedächtnis zurück. Die Neugeburt. Noch ruhelos sind ihre Köpfe voll Zorn. Die neu gewonnene Freiheit befeuert vom Hunger nach sofortiger Tat. Und totgeglaubte Überzeugungen, gestärkt in der Gefangenschaft, entsteigen sie dem Chaos, eine neue Menschlichkeit zu schmieden. Nichts hält unsere Kameraden auf. Sehr dramatisch. Wo ist mein Gedächtnis? Ich fühle nichts. Keine Sorge. Wenn etwas hier funktioniert, dann ihre Backups. Deine Zeit wird kommen. Edge, die Wiederherstellung war nur partiell. Es gibt immer noch Löcher. Ich fühle es. Weiße Flecken. Das war nicht alles. Komisch. Vielleicht hat Madame dein Gedächtnis woanders hin übertragen. Oh Gott, mein Verbrechen. Ich erinnere mich. Ich habe ihn getötet. Wen getötet? Wenn das Spiel mit einem... Sir, die Zeremonie im Gericht beginnt in Kürze. Wir sind auf dem Weg in... Ich weiß. Warte eine Minute. Anruf Alexia. Verbindung unmöglich. Bitte Nachricht hinterlassen. Alexia! Verdammt, ruf an! Ganz Paris schaut sich meine Ernennung an. Du kannst mich nicht hängen lassen. Ich brauche dich dort. Nachricht aufgezeichnet. Egoistische Kuh.
Oh, wir dürfen endlich remixen. 4 Tage zuvor. Das ist cool. Das Remixen macht echt Spaß. Macht sogar mehr Spaß für die Kämpfe. Die Trennung. Egoistische Kuh. Ich gab dir alles, Frank. Ohne Murren. Meine besten Jahre. Blödsinn. Du ruinierst meine Karriere, bevor sie anfängt. Weil ich auf einem Foto nicht neben dir stehe? Du schwindst, Frank. Ich hab keine Lust mehr. Alex, wage es nicht zu gehen. Fick dich, Frank. Alex! Bringe sie Fallen dazu, Alexia zu töten. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, weil jetzt haben wir echt eine mega lang überzogene Folge gemacht. Falls es euch gefallen hat bis dato, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Wenn ihr mir irgendwas zu sagen habt, könnt ihr es gerne unten in die Kommentare schreiben. Wenn ihr Empfehlungen für mich habt, was ich noch spielen könnte oder etwas, das ihr sehen wollt, was gespielt wird, dann oder etwas, das euch sehr bewegt hat und ihr es unbedingt anderen weiterempfehlen wollt, könnt ihr es mir gerne unten reinschreiben. Das würde mich sehr, sehr freuen. Sowas finde ich immer echt klasse. Falls euch generell gefällt, was ich so mache, könnt ihr natürlich den Kanal abonnieren. Das würde mich auch sehr freuen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.